Der braucht verdammt viel Stein und verdammt wenig Schnee. Was bedeutet, dass es verdammt viel kostet. Weil ich halt sehr viel umwandeln muss. Ist er jetzt vielleicht mal irgendwann zufrieden hier? Ich mache jetzt erstmal das Wasser. So. Jetzt sind natürlich die ganzen Säbelzahntiger hier im Weg. Und ich kann mein Wasser nicht so bauen, wie ich das gerne gehabt hätte. So, okay. Noch mehr grauer Stein. Ja, tatsächlich, das gibt's doch nicht. Und unsere Felshöhle ist verfügbar, das ist schön. Dann können wir ihn gleich noch ein bisschen glücklicher machen. Er braucht wirklich richtig wenig Schnee, ne? Also, ich dachte schon, dass es ein bisschen mehr wäre. Ich lasse das mal eben so und kümmere mich erstmal um die Pflanzen und um die Felsen. Ich weiß jetzt nicht, möchte der die arktische Birke? Ja, die mag er. Okay. Bei so viel Felsen hätte ich ihm eigentlich gerne noch ein paar andere Pflanzen reingeklatscht. Mal schauen, was sagt er denn zu den Himalaya-Kiefern oder sowas? Mag er sowas vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht lieber Gebirgspflanzen? Salbeisträucher oder sowas? Schauen wir mal. Wie wäre es mit einer Lerche? Ja, mag er auch. Schön, es sieht nämlich ein bisschen lebhafter aus, als wenn ich... Die arktische Birke, die sieht man immer fast nicht. Was sagt er denn zur Himalaya-Kiefer? Die mag er auch. Himalaya-Kiefern mag ich gerne, die finde ich schön. Ich bin ja sowieso so ein, ja, nordischer Typ. Also ich mag es halt sehr gerne nordisch und Kiefern und so, finde ich ganz toll. So, dann, bevor er seine Felsen bekommt, bekommt er erstmal seine Felshöhle. Die hat ein Fassungsvermögen für 4 Tiere, das heißt, da kann er sogar noch Nachwuchs bekommen. Und jetzt kommen die normalen Felsen. Jetzt hat er es doch schon einigermaßen nett. Vielleicht noch ein paar größere Felsen. Und dann werfen wir gleich mal einen Blick drauf, was er zu seinem Gehege sagt, wie viel ich da noch ändern muss. Ich denke mal, ich habe immer noch nicht genügend grauen Stein. Aber wir haben ja noch ein paar Schneeflecken, die wir da ersetzen können. Ich habe immer die Angewohnheit, sehr weit wegzugehen von der Ansicht her, weil mir das reicht. Ich glaube, für euch ist es zum Anschauen schöner, wenn ich ein bisschen näher dran bin. Mag er vielleicht auch Schneefelsen? Ja, mag er auch. So. Ah, und er braucht furchtbar viele Felsen. Ja, Säbelzahntiger sind anspruchsvoll in der Haltung. Eigentlich ist die Bezeichnung Säbelzahntiger ja gar nicht richtig. Es müsste eigentlich Säbelzahnkatze heißen. Denn mit Tigern sind sie nicht näher verwandt. Oder waren sie nicht näher verwandt. Die haben auch natürlich einen lateinischen Namen, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Könnte ich ja mal nachgucken, ob das in der Beschreibung steht. Jetzt gucke ich mal, also mir reicht es langsam hier mit Felsen. Zu viel brauner Stein, nicht genügend grauer Stein. Ja gut, das lässt sich einrichten, der graue Stein, braune Stein war hier. Mag er gar keinen braunen Stein oder was, will er nur grauen? Ja, sieht fast so aus. Dann versuche ich mal hier den braunen Stein hier komplett zu ersetzen. Ja, da kann ich mich durchaus mal irren. Also ich dachte, der möchte beide Steinarten. Jetzt ist das Gehege gut geeignet. Liegt bei 88% Gehegebeurteilung und 99% Tierzufriedenheit. Das reicht mir jetzt. Wir müssen uns ja jetzt nicht Ewigkeiten an dem Säbelzahntiger-Gehege aufhalten, so rum. Habe ich den Wissenschaftler eigentlich schon zugewiesen? Nee, ne? Meine Säbelzahnkatzen hungern und ich merke es nicht. Okay, dann müssen wir natürlich noch einen Weg hinbauen, damit die Besucher sich unsere tollen Tiere auch noch angucken können. So, das machen wir so. Und dann wieder eine Reihe Pflanzen dazwischen. Und vielleicht noch ein paar Bänke oder so. Normalerweise würde man neben die Bänke immer den Mülleimer stellen, aber den brauche ich ja nicht. Ich habe ja das Restaurant. So,
gut. Es schaut und. Ach ja, genau. Eine Gehegebeschilderung. Man kann ja noch ganz andere Sachen machen mit Unterständen und Aussichtspunkten und so weiter. Aber wir wollen es jetzt erstmal hier am Anfang noch nicht übertreiben. Das kommt dann später, wenn ich die großen Zoos baue. Das werde ich euch dann aber eher so zeigen, wenn der Zoo fertig ist und so, damit ihr dann nicht allzu lange euch damit abgeben müsst. Ja, dann haben wir jetzt zwei große Gehege. Und ich denke mal, dass wir uns jetzt dann dem Wollhaar-Nashorn widmen und danach dem Wollhaar-Mammut. So. Mir gefällt es übrigens nicht sonderlich, wenn ich so große, klotzige Gehege mit so hohen Zäunen habe, aber ich weiß halt einfach, dass die viel Platz brauchen und es gibt Übersichten im Internet, da steht ganz klar drin, wie viel Platz man pro Tier braucht, je nach Tierart und so weiter, und dann richte ich mich gerne danach und nehme da gerne das Minimum, weil die Gehege an sich schon meistens sehr groß werden. Aber in diesem Fall soll uns das jetzt mal egal sein. Ich hätte ganz gerne noch hätte ich noch einen Souvenirstand? Ach nee, jetzt, das lassen wir jetzt mal. Wir gehen mal direkt über zum Wollhaar-Mammut. Nein, zum Wollhaar-Nashorn. Ich verwechsel die zwei immer. So. Dinosaur Dix, Wollhaar-Nashorn. Gucken wir mal. Das möchte auf jeden Fall wieder Schnee haben und nicht so viel Fels. Das Mammut wird natürlich wesentlich mehr Platz brauchen als die anderen. Vielleicht würde das sogar reichen hier. Also vielleicht habe ich wirklich jetzt zu groß kalkuliert. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich hier das Wasser wegbekomme. Sonst kann ich nicht ordentlich bauen. Und ihr seht schon, das hier hat mich jetzt 16.800 gekostet. Also da muss man jetzt echt aufpassen. Und notfalls muss ich da Maßnahmen ergreifen, dass ich da noch ein bisschen an Geld komme. Und jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich hier das Gelände so anpasse, dass ich da noch ein ordentliches Gehege hinsetzen kann. Und das Mammut, das mache ich dann da unten hin. Hier oben kommt jetzt erstmal das Wollhaar-Nashorn. So. Meine Forschung könnte ich jetzt eigentlich langsam mal einstellen. Kostet eigentlich nur Geld. So, das machen wir. Na, nee, das gefällt mir jetzt nicht. Moment. So. Hier, da können die Besucher dann das Nashorn angucken. Das war jetzt übrigens falsch. Ich hätte ja den Glasbeton nehmen müssen. So. Also den Betonzaun mit Glaseinsatz. So rum. So. Ich gehe jetzt mal das Risiko ein, dass das Gehege vielleicht ein bisschen klein wird. Ich bin mir halt nicht sicher. Mache ich hier den Ausgang. Ich könnte euch gerade mal kurz zeigen, was ich vorhin gemacht habe. Habe ich das jetzt in der letzten Folge gesagt oder habe ich das gerade eben gesagt? Weiß ich nicht mehr. Mit diesen Unterständen. Und zwar sieht es so aus, man kann jetzt hier bei dem Besucherbereich, ich gehe mal auf Gesamtansicht, kann man hier verschiedene Unterstände kaufen, wie zum Beispiel den aus Metall oder aus Metallgitter, aus Holz und so weiter. Wir nehmen mal kurz hier den aus Stein, oder? Ne, wir nehmen den Verstärkten, der passt am besten dazu. Und den können wir dann hier so hinpacken. Und angeblich sehen dann die Besucher besser oder es gefällt ihnen auf jeden Fall. Man kann hier auch noch Steinlampen kaufen und kann die da noch hinklatschen, so zum Beispiel. Also man kann da so tolle Sachen machen. Und ja, man kann damit auch den ganzen Zoo thematisch immer an das jeweilige Tier oder an die jeweilige Region oder sowas anpassen. Da gibt es dann noch Mini-Zäune für Besucher. Kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Hier zum Beispiel. Ja, da kann man dann so kleine Gitterzäune noch hinsetzen. So Zierzäune. Ja, also, ja, das seht ihr jetzt natürlich nicht. Okay, der war jetzt ein bisschen unglücklich. Hier würde ich zum Beispiel, den mag ich total gerne hier. Ja, das, sowas gefällt mir jetzt, ja. Das hat irgendwie sowas Nobles, diese Seilabsperrung. Die gefällt mir immer richtig gut. Die benutze ich ganz, ganz viel. Okay, jetzt aber zurück zu unserem Wollhaar-Nashorn, von dem ich auch nicht weiß, was es alles braucht. Das heißt, unglückliches Tier im Anmarsch. Wollhaar-Nashorn. Das schlüpft natürlich auch nicht aus dem Ei. Deshalb können wir das auch direkt reinsetzen.
Und es braucht einen Wissenschaftler, nehme ich an. Jawohl. Man sieht es dann hier unten, ob das ein Wissenschaftler oder ein Tierpfleger ist. Ich weiß jetzt zum Beispiel Makraukenia, glaube ich, und Riesenfaultier, die brauchen einen Tierpfleger. Deshalb bin ich mir da immer so unsicher. So, jetzt gucken wir mal. Höchst unzufrieden, was das Gehege angeht. Brauner Stein, grauer Stein, Pflanzen und Felsen, aber anscheinend reicht die Größe. Ich bin begeistert. Also gut, dann machen wir erstmal eine große Fläche braunen Stein. Oh, das war schon zu viel. Alles klar. Viel braunen Stein. So. Dann machen wir noch ein bisschen grauen Stein drumherum. So. Ah, das war jetzt auch ein bisschen viel. So. Wasser braucht es gar nicht, oder? Mehr Pflanzen. Ein bisschen mehr grauer und ein bisschen weniger brauner Stein. Okay. So, jawohl. Oh, das hat ja gut geklappt. Pflanzen. Nehme ich mal an, auch wieder gerne das arktische Zeug. Genau. Das können wir hier mal so ein bisschen hinpacken. Birke oder so. Ich kann da mal gucken. Vielleicht gibt sich das auch mit der Himalaya-Kiefer zufrieden. Wäre ich sehr dankbar dafür, weil es einfach schöner ausschaut, nicht so karg. Wo haben wir sie denn hier? Naja, die mag er nicht. Schade, schade, schade. Und die Lerche mag er auch nicht. Den Wacholderbaum auch nicht. Ja, gut, ich höre ja schon auf. Dann nehmen wir halt weiter die arktische Birke. Wenn es das Tier so haben möchte. Das ist ja auch immer ganz interessant in Zoos und so, wenn Besucher sagen, das Gehege ist aber nicht schön gemacht. Ja, habe ich ganz häufig, wenn die Leute so an einem Rentiergehege vorbeikommen oder sowas. Ja, das ist halt viel Erde, es ist ein bisschen Wald, ein bisschen karg manchmal. Oder auch bei Schweinen oder ganz gutes Beispiel, Kaffernbüffel. Ja, die haben halt, ja, so ein bisschen, ja, viel Erde, Schlammsuhlen und so weiter. Und dann, oh, das Gehege ist aber nicht schön. Ein Gehege muss nicht schön sein. Ein Gehege muss gut für das Tier geeignet sein. Und nicht jedes Tier mag es halt gerne mit viel Grün und Büschen und Wiese oder sowas. Das ist halt einfach nicht tiergerecht. Und dann ist es für mich nicht schön, ja. Schön heißt nicht, es muss ein schöner, gepflegter Garten sein. Und das finde ich immer so albern, wenn da, das ist aber nicht schön, das Gehege, da alles nur Schlamm und Erde. Ja, da könnte ich immer so reinschlagen. Überhaupt, oh, da werde ich mich in dem Let's Play noch viel über Zoobesuche aufregen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Was ich da schon erlebt habe, ich kenne fast 40 Zoos und Tierparks und Wildparks. Und was ich da schon mit Besuchern erlebt habe, das ist unfassbar. So, ja, ich würde mal sagen, den Nashörnern geht's gut. Wir können mal hier unten gucken, 99% Tierzufriedenheit und 89% Besucherzufriedenheit, das kann sich doch sehen lassen. Dann fehlt jetzt tatsächlich nur noch unser Wollhaar-Mammut, das natürlich wieder ein bisschen Platz braucht. Da muss ich jetzt aufpassen, ich habe nur noch 54.000 Guthaben. Das heißt, ich bin da jetzt etwas vorsichtig. Ich werde hier nur minimal das Gelände anpassen. So. Das war jetzt zum Glück nicht ganz so teuer. Und hoppla, das war falsch geklickt. Da wollte ich eigentlich hin. Erforscht haben wir es ja schon. Und wir können mal kurz einen Blick auf unsere Szenarien, Fortschritte und Ziele werfen. Ja. Genau, wir brauchen noch einen Wollhaar-Mammut. Und oh, ich krieg 5000. Na, vielen Dank. Ja, die Eignungsbeurteilung, die habe ich schon, aber eben nicht für 4 Gehege, weil ich habe ja erst 3. So. Wir haben gerade den Apatosaurus erforscht, den ich in diesem Szenario gar nicht zeigen werde, aber egal. Gut, dann legen wir mal los. Während ich hier das Gehege für das Wollhaar-Mammut baue, kann ich euch ja mal eine Geschichte von einer Zoobesucherin erzählen, die, das werde ich nie vergessen. Und, ich weiß natürlich, dass diese Dame hier jetzt nicht zuschaut, aber ich wünschte, sie täte es. Dann langt sie sich vielleicht selber ans Hirn. Ich war mit meiner Mutter im Leipziger Zoo. Ist schon einige Jahre jetzt her, aber spielt keine Rolle. Es war Winter, es war Weihnachten. Wir haben die Angewohnheit, jetzt nicht mehr so, weil ich halt jetzt gerne meinen Weihnachtsurlaub etwas anders plane. Aber wir hatten es mal gemacht, dass meine Mutter und ich Plätzchen gebacken haben und die an Heiligabend im Leipziger Zoo an die Tierpfleger
verteilt haben. Und meistens haben wir dann noch irgendein Gehege oder einen Zoobereich als Lebkuchenlandschaft nachgebacken und haben das den Pflegern aus diesem Bereich geschenkt. Das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Auf jeden Fall, wir unterwegs mit unseren Plätzchenbeuteln, ja, im Zoo an Heiligabend, war eigentlich ganz schönes Wetter, aber es war ein bisschen kalt. Moment, Zigarette. Laufen wir so am Nashorngehege entlang. Auf einmal vor uns eine Besucherin. Ich weiß gar nicht, ob sie alleine war oder mit ihrem Mann. Ich glaube, sie war mit ihrem Mann da. Und trägt, ihr glaubt es nicht, einen echten Pelzmantel. Im Zoo. Hallo. Ich habe gedacht, ich falle aus allen Wolken. Und dazu noch einen passenden Pelzhut, wo noch so ein Teil von so einem Fuchskopf quasi dran zu sehen war. Ich habe wirklich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Was bildet die sich ein, mit einem echten Pelzmantel in den Zoo zu gehen? Ich glaube, es hakt aus. Da könnte ich mich so drüber aufregen. Und, ja. Wir natürlich, meine Mutter und ich, haben ihr den Tag komplett ruiniert. Wir sind die ganze Zeit im 3 Meter Abstand hinter ihr hergelaufen und haben darüber diskutiert, wie unanständig doch manche Leute sind und dass sich manche halt gar keine Gedanken drüber machen, wie sie in den Zoo gehen und dass ich ja dann gleich mit einer Trophäe unterm Arm durch den Zoo latschen könnte. Und das haben wir eine ganze Zeit praktiziert, bis sie irgendwann die Flucht ergriffen hat und einen anderen Weg eingeschlagen hat. Und ja, hat allerdings nicht lange geholfen. Sie ist uns dann bald wieder über den Weg gelaufen und ja, hat sich dann hoffentlich, oder ihr war das dann hoffentlich etwas unangenehm. Sie hat relativ wenig geredet. Also ich glaube, ja, sie hatte irgendeinen Begleiter dabei, aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Sie hat sich wenig unterhalten, hat ein Gesicht gemacht wie eine Zitrone und hat sich auch nicht sehr lange an den Gehegen aufgehalten. Und da, wo sie war, da waren wir halt auch. Und also tut mir leid, ich habe dafür kein Verständnis. Ich habe für Pelzmäntel absolut gar kein Verständnis, aber noch weniger. Ich meine, manche Leute haben halt einen geerbt, haben ihn im Schrank, können nichts dafür. Kann man drüber streiten oder auch nicht, aber ich gehe doch nicht mit einem Pelzmantel in den Zoo. Hallo? Ja, also nee, nein, tut mir leid. Ich bin mal mit einem guten Freund von mir, den kennt ihr vielleicht aus dem IWA-Video von Alex, Mick Strütze, ja, seines Zeichens. Der arbeitet halt bei einer Jagdwaffenfirma und mit dem war ich auch schon oft im Zoo. Und wenn es dann geregnet hat, dann habe ich ihm echt gesagt, bitte geh nicht mit deinem Firmenschirm in den Zoo. Er hat einen Regenschirm von der Firma. Und da hat gesagt, also es kommt einfach nicht gut, wenn du mit dem Jagdwaffenschirm im Zoo marschierst. Und der hat auch sofort gesagt, nein, um Gottes Willen, das hätte ich gar nicht gemacht. Also, nein, die mit dem Pelzmantel, die macht mich immer noch wahnsinnig, wenn ich dran denke. Ich habe gerade eine Auszeichnung bekommen für einen vollständigen Eiszeitzoo, weil ich alle Eiszeittiere halte. So, es sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Unsere Mammuts sind jetzt natürlich noch nicht glücklich, weil die am Anfang noch kein optimales Gehege hatten. Aber das wird jetzt so langsam. Aber ich sollte Ihnen vielleicht noch einen Tierpfleger oder einen Wissenschaftler schnell zuweisen, weil sonst hungern meine Mammuts. Das will ich natürlich nicht. Halt, dann nehmen wir den hier. Der soll sich um die kümmern. Und da wäre es aber ganz sinnvoll, wenn ich den Gehegezugang dahin setzen würde. Na, wobei, da ist gut. Weil hier ist... Ja, Szenario gewonnen. So schnell kann es gehen. Während ich mich da versabbelt habe, das Szenario ist jetzt abgebrochen worden, weil ich halt alle Voraussetzungen erfüllt habe. Und ja, damit können wir jetzt eigentlich zurück ins Menü gehen. Und ich kann euch gerne in den nächsten Folgen noch mehr furchtbare Zoobesucher-Geschichten erzählen. Es tut mir leid, dass ich mich da so aufrege, aber ich bin bei dem Thema einfach furchtbar empfindlich. Und ja, das Eiszeit-Szenario wäre geschafft und ich denke mal, dass wir uns dann in der nächsten oder den nächsten Folgen mal Marine Mania widmen, den Meerestieren. Und das ist richtig toll. Da haben wir ein paar ganz tolle neue Elemente und tolle Tiere und Vorführungen und tolle Becken und ja, richtig geil. Gefällt mir besser als das Eiszeit-Szenario. Die Dinos, wenn die dann kommen, das wird auch noch richtig toll, verspreche ich euch. Ich danke euch fürs Zuschauen, entschuldigt meine emotionalen Ausbrüche gerade eben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, tschüss.